Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Toy-Guide präsentieren. Heute geht es um ein nettes kleines Toy, das uns einmal der Juwe herstellen kann. Und zwar haben wir hier juwelenbesetzte Opfergabe. Und ja, was macht das Ding? Bietet demütig eure wertvollsten Besitz demjenigen da, der euch als würdig genug erachtet, ihn anzunehmen. Okay, ja gut, jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert. Wahrscheinlich kommt dann irgendein NPC und nimmt mir mein ganzes Gold weg. Hoffen wir es mal nicht, aber wir werden sehen. Wo gibt es das Ding her? Das kann euch einmal einen Juwelenschleifer herstellen. Im Auktionshaus gibt es gerade bei mir für 3400 Gold. Und eventuell können wir uns noch was sparen, wenn wir es uns über einen Arbeitsauftrag bauen können. Und zwar Opfergabe, geben wir da mal ein. Und da kommt das Ding schon. Und ihr seht, die Herstellkosten sind hier gerade mal 800 Gold. Heißt, diese ganzen Materialien, die ihr hier seht, könnt ihr alle aus dem Auktionshaus kaufen. Und wenn ihr die rauskauft, also zumindest Stand, wo ich das Video aufnehme, sind es 800 Gold. Das Addon, das er anzeigt, müsste Auktionator sein. Und den Wert, den ich hier sehe, das ist TSM, das Addon, genau. Also da könnt ihr euch vielleicht ein bisschen was sparen. Ne? Sind ein paar hundert oder sogar über 1000 Gold Unterschied. Und ich habe dann meistens 500 Gold als quasi... ja, Taschengeld mit reingebastelt. Ist nicht viel, aber die Leute stellen euch das halt her, um ihre Weekly-Quests zu erfüllen mit den Arbeitsaufträgen, beziehungsweise um den einmal quasi um den Erstherstellungsbonus zu kriegen und dann kann man sich das ein oder andere Gold sparen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ding mal an. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Und wo haben wir es denn da unten? Klicken wir es. Achso, das kann ich irgendwo hinsetzen. Okay. Wertvollsten Besitz. Kommt da jetzt irgendeiner? Weiß nicht, ob das irgendwer anders anklicken kann. Also ich kann es auf jeden Fall anklicken. Ich habe aber hier, glaube ich, auch noch mal einen Hexer rumstehen. Jetzt gucken wir mal, ob der das auch weglooten kann. Ah ja. Der kann es dann looten und dann kriegt er ein graues Item, was gar nichts wert ist. Bewundert den Edelstein. Seht mal, der andere Char hat dann hier den Edelstein in der Hand und kann den bewundern. Glitzert sogar ganz schön. Ah, so ein witziges kleines Toy. Wahrscheinlich kann man es auch selber wieder aufsammeln, vermute ich mal, weil ich konnte ja auch mit interagieren. Ja, es hat was. Hat natürlich jetzt keinen Mehrwert, das Ding. Was, das hat einen Tag Abklingzeit? Okay, ich hätte es jetzt gerne nochmal angeguckt, aber... einen Tag Abklingzeit ist tough für ein Toy. Ja gut, mehr macht das Ding nicht. Ist eine witzige kleine Spielerei, kann man mal aufstellen. Ein bisschen mit anderen Leuten interagieren. Und ja, damit sind wir eigentlich schon durch mit dem kleinen Toy-Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.